Ja, hallo, mein Name ist David Leis, ich bin einer der Gründer der Organisation für nachhaltigen Konsum und mein Thema heute ist so ein bisschen, wie wir moderne Technologien nutzen können, um unsere Gesellschaft auch tatsächlich nachhaltig zu gestalten. Und auf meinem Weg hier nach Berlin habe ich einen ganz, ganz tollen Artikel entdeckt in The Guardian. Tatsächlich bin ich geflogen, shame on me. Ja, das nehme ich jetzt auf mich. Ich habe aber gespendet, falls das zählt. Bitte? Ja, da komme ich gleich noch zu, weil das ist so ziemlich genau das, was wir machen. Vielen Dank für die Intro. Wie gesagt, ich habe diesen Artikel gelesen, ich saß im Flugzeug, ich wiederhole es nochmal. The Earth is on a death spiral and it will take radical action to save us. Ich dachte, klasse, The Guardian wird jetzt langsam doch auch noch extrem. Was hat der Autor letztendlich gesagt? Er hat gesagt, das Problem ist politischer Natur, denn oft sind kurzfristig meist finanzielle getriebene Interessen stehen nicht im Einklang mit langfristig gesellschaftlichen Zielen. Ich denke, das kennen wir alle. Ganz oft ist es so, dass Politik, aber auch Wirtschaft eigentlich am längeren Hebel sitzt und nicht mit dem im Einklang bringt, was wir eigentlich mit der Natur machen wollen. Und gleichzeitig hat er gesagt, wir brauchen radikale Ansätze, um den Klimawandel zu lösen. Welche das sind, hat er leider offen gelassen. Trotzdem, solche Artikel bringen mich immer wieder zum Nachdenken, denn ich glaube, das Problem ist wesentlich komplexer. Und die Herausforderungen, die wir haben, sind extrem komplex. Und das ist genau das Thema. Für mich, eine der Voraussetzungen ist unser Wirtschaftssystem. Und das kennen wir wahrscheinlich auch alle, Sie sind da wahrscheinlich mehr gebildet als ich, was am Ende bin. Aber unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum ausgelegt. Konstanter Wachstum. Und das werden wir von allen Seiten immer wieder vorgelebt, selbst im privaten Leben. Man fängt irgendwie klein an, man wird immer besser mit dem Gehalt, dann braucht man irgendwie eine größere Wohnung, dann will man irgendwann ein Auto, dann will man weiter in den Urlaub. Das sind die Erfolge, an denen wir gemessen werden. Und das ist immer basierend auf konstantem Wachstum. Aber Wachstum ist nicht konstant. Das andere Thema ist Globalisierung. Unsere Welt ist mittlerweile vernetzt und das ist wunderbar, denn wir können mit jedem und überall Geschäfte machen. Das Problem ist, dass wir mittlerweile so tief verzahnt sind, dass wenn wir irgendwo etwas radikal verändern wollen, wir teilweise einen Dominoeffekt haben und fallen überall irgendwelche Steinchen und wir wissen gar nicht mehr, wo es das am Ende wieder einholt. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, dieses Thema überhaupt zu durchblicken, wenn wir etwas verändern wollen. Und das andere ist, dass unsere Umwelt und unsere Natur eigentlich keine ökonomischen Fakten hat, beziehungsweise ökonomisch nicht betitelt wird. Beispiel, Fleischkonsum, mal als grobes Beispiel. Wir haben heute die Möglichkeit, einen Schnitzel beim Discounter für 1 Euro zu kaufen. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Das Problem ist, dass dieser 1 Euro nicht die tatsächlichen Kosten mit berücksichtigt. Denn wir müssen die Tiere in einem Umfeld halten, in dem wir sie mit Medikamenten zufüttern müssen. Das hat zur Folge, dass wenn wir Medikamente zufüttern, dass wir irgendwann resistente Keime haben, die wiederum, wenn wir das nächste Mal Schnupfen haben, das Problem haben, oh, Medikamente funktionieren ja nicht wieder. Das heißt, um all diese Fehler oder diese Probleme aufzufangen, müssen wir wieder ganz viel in Forschung investieren, wir müssen in die Umwelt aufbauen und so weiter und so fort. Würden wir jetzt all diese Kosten des eigentlich Wiederherstellens des ursprünglichen Zustands mal an diesen 1 Euro mit dran kleben, wird das Schnitzel wahrscheinlich 100 Euro kosten. Und das tun wir nicht. Das heißt, wir leben heute auf den Kosten der Natur. Und das ist ein tatsächliches Problem. Wir sind eine technologiegetriebene Gesellschaft. Und in den letzten 200 Jahren haben wir uns quasi vom klassischen Ackerbau bis hin zu Computertechnologien haben wir alles entwickelt. Und das ist eine großartige Leistung. Die darf man nicht vergessen. Aber wir haben dabei vergessen, den Faktor Natur zu berücksichtigen. Und jetzt stehen wir vor dem nächsten großen Wandel. Wir haben Computer, die sind intelligenter als wir, wir sind allwissend vernetzt. Und wir haben dieses große Thema Digitalisierung. Was machen wir mit den Daten? Wie nehmen wir diese Daten auf? Und eins dieser Themen, oder für uns zumindest ist es, wir sollten Digitalisierung und moderne Technologien als Chance sehen. Denn eins der Probleme, die wir haben, ist ganz oft fehlendes Wissen. Wenn ich weiß, dass das Schnitzel 1 Euro kostet und ich weiß, was die anderen Konsequenzen sind, dann könnte ich eventuell lieber zum Biobauer gehen und mir dort mein Fleisch holen, als dass ich das beim Discounter hole. Richtig. Und warum? Ich behaupte fehlendes Wissen. Ich behaupte nicht, dass wir das absichtlich tun. Ich behaupte sogar, wenn wir es wissen, was das für Konsequenzen hat, würden wir anders handeln.
Und ich... Bitte? Ja, aber ein Trend ist zum Beispiel Bio. Nehmen wir Bioprodukte. Warum kaufen wir Bio? Weil wir glauben, wir tun uns selbst was Gutes. Der positive Nebeneffekt, ne, gutes Beispiel, der positive Nebeneffekt, es ist auch besser für die Umwelt. Und ich glaube, genau da fängt es an. Die Frage der Motivation ist eine andere, da gebe ich Ihnen recht. Und genau das tun wir. Also genug Theorie, mehr Praxis. Was machen wir letztendlich? Wir helfen Verbrauchern, ihren Umwelteinfluss zu verstehen. Wir haben eine Technologie entwickelt, die auf Basis von Zahlungsinformationen den Umwelteinfluss des darunterliegenden Einkaufs berechnet. Also wie funktioniert das? Wir gehen ganz normal einkaufen, was auch immer wir tun, ob wir jetzt Kleidung kaufen, ob wir Lebensmittel kaufen oder ob wir reisen. Wir nehmen unsere Karte und wir zahlen damit. Und dann bekommen wir die Informationen, wo diese Zahlung stattgefunden hat. Und dann schauen wir uns an, was ist das für ein Händler, was ist das für eine Zahlung, was steht dahinter und versuchen herauszufinden, wie viel Einfluss hat dieser Einkauf jetzt gerade auf die Welt? Und zwar sozial bezogen und auch umwelttechnisch. Und dann machen wir das Ganze transparent, indem wir die Informationen in der App wieder zurückspielen und sagen, lieber David, du warst gerade einkaufen, das ist total super. Wusstest du, dass dein Einkauf gerade so und so viel CO2 verursacht hat? Und am Endeffekt, der nächste Schritt ist, dann Tipps zu geben, wie kann ich das vermeiden. Wenn ich beispielsweise Kleidung kaufe, gibt ja so ein paar bekannte Hersteller, die das nicht ganz so ernst nehmen mit der Nachhaltigkeit, dann kann man darauf hinweisen, was die Hersteller tun können oder was die Hersteller tun und was man, auf welche Labels man achten kann zum Beispiel. Wenn ich in Zukunft einkaufen gehe, gibt es verschiedene Labels in Klamotten, da kann ich darauf achten, dann weiß ich, dass es zumindest fair, nachhaltig produziert. Und das sind die Informationen, die wir den Verbrauchern an die Hand geben wollen. Und wenn ich tatsächlich mal an etwas vorbeikomme, wo ich nicht nachhaltig einkaufen kann, weil es keine Alternativen gibt, nehmen wir mal tanken. Ich habe nur mal ein Benzinauto und eine Biotankstelle habe ich auch noch nicht entdeckt. Es gibt da so ein bisschen Biosprit, aber das ist ja auch nur irgendwie Greenwashing. Dann kann ich zumindest berechnen, wie viel CO2 mein Auto produziert. Und anhand dessen kann ich dann zum Beispiel vorschlagen, wenn ich jetzt hier in Berlin bin, es gibt hier in Berlin Vereine, die pflanzen Bäume für mich. Und dann kann ich zumindest sagen, so und so viel CO2 produzierst du und wenn du jetzt noch 50 Cent spendest, dann werden 3 Bäume für dich gepflanzt. Das heißt zwar nicht, dass das nachhaltig ist, aber es ist zumindest mal umweltneutral. Und ich kann mit einem Klick letztendlich ein bisschen Verantwortung übernehmen und kann es zumindest austauschen. Und dann sind wir wieder beim Ablasshandel. Ja, moderne Form des Ablasshandels, aber dann haben wir zumindest ein bisschen Geld, mit dem wir wieder alle was erreichen können. Und genau das ist der letzte Schritt in der App. Wir verknüpfen Non-Profits und NGOs, geben ihnen eine Fläche an Konsumenten heranzukommen, sie aufzuklären über die Produkte, die wir kaufen und was wir damit für einen Einfluss haben und gleichzeitig auch eine Spendenplattform, dass diese Organisationen weiterarbeiten können und ihre großartige Arbeit machen, sodass wir am Ende hoffentlich einen aufgeklärten Verbraucher haben, der eben nicht mehr das 1-Euro-Schnitzel kauft, sondern wenn er auf Fleisch nicht verzichten will, was man ja eigentlich machen sollte, dann zumindest weiß, wo er es herbekommen sollte. Und so am Ende noch kleine Anekdote oder Fazit, das ich gerne mitgeben möchte. Technologie ist weder gut noch schlecht. Es ist ein einfaches Werkzeug. Und wir bestimmen, was wir damit tun. Und wir nutzen ganz viel künstliche Intelligenz und Machine Learning, um all die Informationen, die es im Web gibt, zu aggregieren und aufzubereiten, um dann den Menschen wieder darüber zu informieren. Und ich glaube, es ist ein schönes Beispiel, wie man auch mit kritischen Technologien etwas Wunderbares bewirken kann. Vielen Dank. Auch vor der Zeit. Wolltest noch fragen, wer möchte noch, wir haben also es geht um 18 Uhr dann weiter, ja, wir hätten jetzt sowieso noch 3 Minuten, hätte er noch Zeit, also von daher würde ich auch Fragen zulassen wollen. Ja. Kann ich das nehmen? Hallo? Rot gegen Gelb. Das große hier, das da? Ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank für die erfrischende Präsentation. Ich habe bei ganz vielen Stellen große Fragezeichen, finde das aber einen ganz spannenden Punkt. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl,
das, was ihr da macht, gar nicht so viel mit Bildung oder Wissen zu tun hat, mehr schon so in diesen Bereich Nudging reingeht, der eben versucht, so Impulse zu setzen. Ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, was man da noch alles anders sehen könnte. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie lange macht ihr das? Was habt ihr für einen Erfolg? Wie viele Leute machen das bei euch? Und was meinen Sie, was die Motivation ist? Denn das ist ja ein relativ komisches Angebot, zu sagen, schick mir deine persönlichen Konsumdaten, dann sag ich dir, was du alles falsch gemacht hast. Das klingt jetzt erstmal nicht so attraktiv, wenn man... Aber vollkommen richtig. So versuchen wir es auch nicht zu formulieren, weil so würde wahrscheinlich die ersten zwei Nachrichten kommen, was ist das für eine blöde App, die beleidigt mich die ganze Zeit. Okay, vielleicht noch eine dazu. Ja, genau. Damen bitte. Ladies. Wunderbar. Thomas. Guck, ob ich mir das jetzt alles merken kann. Hallo, ich bin Laura Scheele, ich arbeite bei der GIZ in einem Programm für nachhaltige Agrarlieferketten und auch Standards. Und mich würde auch interessieren, welche Daten ihr benutzt, um das rauszufinden. Und für mich persönlich sind jetzt, wenn eben nur auf Labels geachtet werden, ist ja alles schön und gut, aber ist dann da auch Klarheit über, es gibt ja auch so Siegelklarheit und solche Sachen. Aber ja, also die Message Standard ist gleich nachhaltig, ist halt auch irgendwie ein bisschen komplexer. Also ich verstehe das, komplexe Sachen ein bisschen vereinfachter darzustellen, aber wenn es im Endeffekt ja auch um nachhaltigen Konsum geht, dann kann man es ja gar nicht so vereinfacht darstellen. Ja, okay. Fangen wir da an. Oder anders. Wir arbeiten grundsätzlich, unsere Technologie stellen wir Banken zur Verfügung. Das heißt, die App, die letztendlich an den Endkonsumenten geht, wird von der lokalen Sparkasse, Volksbank oder so weiter zur Verfügung gestellt. Es soll eine Initiative der Banken sein. Wir stellen nur im Hintergrund die Technologie zur Verfügung. Und ja, es ist ein Thema von Nudging, Beeinflussung etc. Aber ich sehe es mehr als, es ist ein positives Framing des Ganzen, weil wenn ich bestimmte Dinge weiß, und es sind ganz banale Geschichten, wenn ich im Winter Tomaten kaufe, dann sollte ich sie besser aus Spanien beziehen und nicht aus Deutschland. Warum? Weil in Deutschland wird es in beheizten Gewächshäusern angebaut und in Spanien wachsen die teilweise noch im Feld. Es gibt so ganz banale Beispiele, die man zu Landesdingen kann, wo man sagen kann, lieber Verbraucher, wenn du im Winter auf dein saisonales Gemüse nicht verzichten willst, dann nimm es wenigstens aus der richtigen Quelle. Das ist so unser Weg von den Banken raus an den Verbrauchern, um die allgemeine Masse ein bisschen zu bewegen. Und ich glaube, das darf man eins nicht vergessen, wir sind hier noch eine Ausnahme als Menschen, die uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschaffen und die uns intensiv mit all diesen Theorien und so weiter im Detail beschäftigen. Der normale Verbraucher, der beim Discounter einkauft, der hat dieses Wissen nicht. Und die Schwierigkeit, die wir haben, ist, diesem Verbraucher dieses Wissen beizubringen. Denn nur wenn wir die Masse bewegen können, haben wir auch einen Einfluss. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Deswegen sind wir ganz viel standardisiert. Deswegen gehen wir gar nicht tief ins Detail, weil da würde der normale Verbraucher aussteigen und da hätte er auch überhaupt keine Lust drauf. Es geht ums positive Framing, dass man einen anderen Konsum fördern kann und dass das sogar teilweise relativ leicht ist. Und nur darum geht es unterm Strich.